Ja, geschätzte Frau Kurz von den Grünen, es wundert mich übrigens überhaupt nicht, dass Sie hier den CSU-Minister Herrmann verteidigen. Also ich denke mal, Sie haben vielleicht sogar gleiche Motive hier, das wäre also zu ergründen. Aber ich möchte Ihnen mal als Grüne eine Frage stellen, nämlich diese. Wie stehen Sie zu dem Dilemma, dass selbst unter den Wählern Ihrer Grünen circa 40% für, also für eine Zusammenlegung von ARD und ZDF sind? Das hat gerade diese Ipsos-Umfrage frisch im November 2022 ergeben. Und dabei sind noch nicht die Zahlen, die den komplett abschaffen wollen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie aber dennoch gegen diese Wünsche der Wähler an der jetzigen Form des Rundfunks mit ihren Zwangsabgaben festhalten wollen als grüne Partei. Das ist ja Ihre Position. Kann es sein, dass in den Anstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu viele Ihrer Freunde, Spezies, Unterstützer untergebracht sind und auch versorgt werden müssen? Ja, wenn wir hier als Parlament Politik nach Umfragen machen würden, dann könnten wir auch alle gleich nach Hause gehen, könnten die Parlamente abschaffen, weil dann bräuchte es keine Wahlen mehr. Danke.